Hallo, und zwar, wir machen heute Madeleines, und zwar aber Crunchy Madeleines mit Nüssen. Und was gibt's zu sagen? Also ich habe die übliche Form nicht. Habt ihr schon am Bild oder auf dem Bild gesehen. Ich habe nur diese Form, aber ich sehe es jetzt nicht ein, da extra jetzt eine andere Form zu kaufen. Und ansonsten gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen, deswegen können wir gleich zu den Zutaten kommen. Und zwar, wir brauchen 90 Gramm geschmolzene Butter, das steht hinter mir, die schmilzt noch gerade. Dann zwei Eier, die sind hier hinten. 95 Gramm Zucker, dann 2 Teelöffel Honig, eine Prise Salz, einen halben Teelöffel Backpulver. Ich habe jetzt so 100 Gramm Erdnüsse, die habe ich ein bisschen zerkleinert. Aber ihr könnt auch irgendwelche anderen Nüsse nehmen. Cashews sind natürlich auch total lecker als Beispiel. Und dann brauchen wir noch 90 Gramm Mehl. Und das war's. So, hier neben die Pfanne habe ich mir schon Backpapier hingelegt. Da kommen dann die Nüsse, wenn die karamellisiert sind, drauf. Und jetzt können wir dann einfach die Nüsse in die Pfanne geben. Und von unserem Zucker nehmen wir dann einfach so 2 Esslöffel weg und lassen die jetzt, oder ein bisschen mehr, und lassen die jetzt karamellisieren. So, jetzt sind die Nüsse schön braun, schön karamellisiert. Und jetzt können wir sie einfach zum Abkühlen auf das Backblech geben. Und jetzt fangen wir an mit unserem Teig. Zwar den Zucker geben wir mal in die Schüssel. Dann die Eier. Und den Honig, beziehungsweise bei mir ist es jetzt Agavendicksaft. Und das Ganze verrühren wir jetzt. So, und jetzt sieben war das Mehl mit dem Backpulver. Und der Prise Salz zu dem restlichen Teig. Und heben das unter. Und dann kommt noch die Butter dazu, die flüssige. Und das auch schön miteinander verrühren. Und zu guter Letzt rühren wir noch die Nüsse unter. Man hätte sie auch noch kleiner machen können, aber ich habe gedacht, ich finde es ganz gut, wenn man dann was Größeres, Crunchiges im Mund hat, aber das kann man natürlich machen, wie man mag. So, der Ofen ist mittlerweile auch auf 180 Grad vorgeheizt. Und jetzt können wir einfach das in unsere Förmchen geben. Und jetzt kann das Ganze ab in den Ofen. So, die Madeleines sind jetzt fertig und sie waren bei mir jetzt 10 Minuten im Ofen. Und ich habe einfach noch ein bisschen Puderzucker drüber gestreut und mehr gibt es nicht zu sagen. Dann zeige ich es euch wie immer jetzt aus der Nähe. So sehen sie aus. Dann macht's nach, lasst es euch schmecken und hoffentlich sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!